So, Leute. Nächster Part von Mario. Kart 7. Und jetzt spielen wir Bowser's Castle. Und ich habe immer noch nicht dran gedacht. Ja, ich mache hier erstmal ein paar Parts zusammen. Deswegen ist das jetzt so, wie es ist. Und Mauritius, Maurice meine ich, hat das fucking goldene Kart komplett. Und ich habe gerade mal die goldenen Räder. Aber ich benutze sie nicht, weil ich nur mit den, weil Geschwindigkeit ist nicht so meins. Also das heißt, wenn es schwer ist und... Also ich meine Stärken sind auf gar keinen Fall Geschwindigkeit, sondern meine Stärken genau sind Also, meine Stärken sind, also ist, ich verliere gerade die ganze Zeit den Faden, weil ich hier, ich muss hier ausweichen bis zum, geht nicht mehr. Nein! Genau deswegen wollte ich auch nicht reden. Also, meine Stärken sind, Handling, Drift, ja auch geht, Geschwindigkeit und Tempo. Also eigentlich ist es nur Handling, weil Koopa ist so gesehen der leichteste, gehört zu den leichten von Mario Kart 7 und deswegen auch zu den besten, weil die leichten haben nämlich ein richtig gutes Handling. Und eine niedrigere Geschwindigkeit. Deswegen sind sie auch die besten Charakter. Für mich zumindest. Und dieser fucking... Wie wäre es eigentlich jetzt? Ich muss mal kurz... es ist Maurice. Jetzt räumt er wieder auf. Ihr seht es nochmal. Ja, wir sind... Wir kennen uns. Wieso sollten wir nicht... Also, ihr könnt ja in die Gruppe kommen. Im ersten Part hatte ich es ja schon vorgestellt, wie das so heißen soll und so. Und schon wieder die Kartbahn. Hatten wir schon im letzten Part... Können wir nicht was anderes nehmen? Egal. Diesmal zeige ich Ihnen, jetzt zeige ich Ihnen mal, was ein Überholkönig so kann. Außerdem habe ich ein, vielleicht habt ihr es ja schon gesehen, ein anderes Fahrzeug. Also Räder und also ist eigentlich im Prinzip das gleiche, nur es ist ein bisschen schneller. Dafür ist Handling ein bisschen weniger. Aber ich, jetzt ist Daniel wieder hinten. Ja, so kann es gehen. Habt ihr das gerade gesehen? Die Wand hat sich gerade bewegt. Okay. Crazy.
Und was macht Maurice da? Er hat mich doch nicht etwa... Boah, hier der Gewinner. So, jetzt geht's weiter. Ich musste mich nur mal kurz umstellen. Mein Rücken schmerzt schon ein bisschen. Oh, 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 sorry Daniel, sorry, wenn du das hörst. Kannst du nicht mal... Warte, wer ist es jetzt? Ich kann es immer noch nicht entscheiden. Guck mal, beide sind Luigi, beide. Wer hat jetzt Toadpilz da ausgewählt? Ich weiß es nicht. Ist mir eigentlich auch egal. Aber ich glaube, es war Daniels Wunsch. Also Daniels Bahn, aber ich... Oh. Er hat so gesehen, dass Mario, wer kennt, also wenn ihr noch Mario Kart DS kennt, da gab es mal dieses Set, also als ganzes Fahrzeug und nicht als Einzelteile. Boah, habe ich voll Tempo aufgeholt. Ah. Internet. Und Luigi, also Daniel, ist schon wieder hinten. Aber er ist... oh. Im letzten Part, im ersten Rennen, da haben sich ja Maurice und Luigi, also Daniel, haben sich ja... konnten sich ja nicht entscheiden, also haben sie sich die ganze Zeit gebettelt um den ersten Platz. Und jetzt, und dann wurde ich ja Letzter. Und eben gerade da war ich Erster und jetzt haben sie sich hier auf den, um den zweiten Platz gestritten. Komm, 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 nicht, nein, Alter! Okay, Daniel, wenn du das hörst, ich entschuldige mich nicht. Mich nicht. Okay, die letzte Runde wird alles entscheiden. Regenbogen Boulevard. Ja, okay, geht so. Also schreibt mal in die Kommentare, wer mitspielen will. Ich bin für alles offen. Ihr müsst nur das Datum hinschreiben. Also das Datum, wenn, also am besten wäre es, wenn ihr es schon vorher, so eine Woche vorher schreibt, bevor ihr das macht. Denn ich gucke nicht so oft in die Kommentare. Muss ich ganz ehrlich zugestehen. Ich gucke schon, aber nicht jeden Tag. Also am besten... 7 Tage, bevor ihr vielleicht so eine Herausforderung wollt. Ich weiß ja nicht. Vielleicht wollt ihr ja mal so ein Kartduell gegen mich. Vielleicht seid ihr ja auch selbst YouTuber und macht gerade sowas wie ich, so Mario Kart 7 mäßig. Bin ich wirklich Erster?
Kann ich mir nicht vorstellen. Oder ist da eben gerade wirklich jemand runtergefallen? Ja, das war mal in einem Online-Part. Also ich hab's nicht aufgenommen, aber ich hab mal so richtig Fail gehabt. Und zwar bin ich auf diesem, was ihr gerade gesehen habt, auf dieser, was soll es sein, was sich da bewegt, was auch immer. Ich bin da drauf gewesen, ein Gegner hat mich gerammt und ich bin gerade runtergefallen. Ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte gar nichts machen. Ich bin einfach schnurstracks nach unten gefallen und ja, so bin ich dann, wie man schon erwarten könnte, letzter. Nein, Scherz, ich bin vorletzter geworden. Oder vorvorletzter, also das heißt fünfter. Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber das war richtig Fail. Also, ja. Okay, Leute. Es war wieder ein Part. Mario Kart 7.